der Stelle machen wir nahtlos weiter. Wir haben eben Tamara gesprochen und wir haben wieder ein paar Hinweise bekommen, dass ich als nächstes mit Bahal sprechen muss. Und wie mache ich das, wenn ich da hinten nicht übernachten kann? Ich muss erst mit Bahal sprechen. Und deswegen müssen wir erstmal wieder unseren Ziegenrock anziehen. Ziegenrock. Ziegenschlafsack oder Schlafsack aus Ziegenfell. Die wir ja hier in Uga gesehen haben. Und zwar in lebendiger Form. Ja, dann werden wir mal das Ganze mal überspringen. Ja, am nächsten Morgen um 9.09 Uhr. Und ich gucke auf meine Lebensanzeige und die geht nicht zurück. Also hat sich auch hier die Frage vom letzten Mal, also von der letzten Folge bestätigt oder erübrigt oder die Antwort gegeben, dass das hier die Hitzeschutzrüstung ist. Da stand nämlich unter den Eigenschaften dieser Rüstung nicht. Sprechen wir mit Bahal. Ich suche ein Bett. Ich suche ein Bett. Na und? Was hab ich damit zu tun? Du hast vielleicht eine Herberge oder so? Ja, habe ich. Aber wenn du glaubst, dass du bei mir übernachten kannst, dann hast du dich verrechnet. Warum? Bist du etwa so teuer? Nein, aber ich darf nur empfohlene Gäste bei mir übernachten lassen. Ach ja? Und wer hat das bestimmt? Tartaron. Er mag grundsätzlich keine Fremden und gibt seine Erlaubnis nur ausnahmsweise. Naja, mir kann es egal sein. Er zahlt mir auch mein Geld, wenn ich keine Gäste habe. Und daher kann ich sehr zufrieden sein. Ich handle mal mit ihm, um was loszuwerden von meiner Seite. Nein, natürlich handle ich. Ich brauche ja das Rezept. Zeig mir deine Ware. Ich brauche ja das Rezept für die Dunkelpilzsuppe. Die war ja, gab's ja bei ihm. Rezeptkräftige Wurstsuppe, Schinkentumme, ja, weiß ich. Wurstsuppe, Dunkelpilzsuppe, Wurstsuppe, die habe ich ja schon. Ich brauche die Dunkelpilzsuppe. Käsesuppe, Fleischsuppe. Wo ist denn die Dunkelpilzsuppe? Da ist er. Habe ich jetzt die gekauft? Ja, und dann überspringe ich mal den Rest, weil ich ja noch was verkaufen will, wie eben gesagt. Gut, das wäre es für das. Und Dunkelpilzsuppe müssen wir auch mal lesen. Schauen wir mal, wo das Rezept ist. Hier ist sie. Gelesen. Meister Rosini, wie immer. Lötet man 10 Dunkelpilze, etwas Salz und eine Flasche Wasser. Das Ganze muss im Kessel kurz nur gekocht werden. Ja, wie denn auch. Anders. Schön. Ja, Tartaron, das ist die Schlüsselfigur hier in Uga. Tartaron gibt es ja da oben, ne? Das war doch so. Ich brauche mal eine Bestätigung. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Tartaron? Darf ich jetzt endlich rein? Da ist Tamara, okay. Okay. Ah, er ist aufmerksam geworden auf mich. Raus! Wie? Oh. Hau bloß ab! Ein bisschen träge sind sie schon, die Assassinen. Die Hitze macht die zu schaffen. Gehen wir nochmal hier rein. Charon. Kasim. Hector! Hallo, ich bin. Hallo, ich bin. Ah, ein neuer Adept. Willkommen in Uga. Ich bin Hector, Adept der schwarzen Kunst. Den meinte ich nämlich. Das sind doch alles nur Gerüchte. Kann ich mit Tartaron sprechen? Nein, um den großen Magier sprechen zu können, musst du dir erst genug Respekt erworben haben. Erst dann wird Tartaron bereit sein, dir ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit zu widmen. Was muss ich tun? Sprech mit den Bewohnern von Uga. Erwirb ihr Vertrauen, indem du für sie tätig wirst. Wenn du dir genug Vertrauen in der Stadt erworben hast, wird Tartaron dich empfangen. Wann werde ich genug Vertrauen erworben haben? Da wendest du dich am besten an Torres. Der wird dir schon sagen, wann du mit Tartaron sprechen kannst. Wo finde ich Torres? Er ist der Anführer der Krieger und hält sich meistens im Wachhaus auf. Der Torres. Das habe ich auch gesagt. Wertvolle Pflanzen. Aber ich muss ja noch bei Bahal was stehlen. Kasim, hallo, wer bist du darf denn? Darf ich mal kurz sprechen? Aber sicher, ein neuer Adept ist uns immer willkommen. Ich bin Kasim. Wenn du was wissen willst, kannst du dich immer an mich wenden. Wenn du aber Meister Tartaron sprechen willst, musst du dich zunächst an den Adepten Hector wenden. Habe ich ja gemacht, okay. Charon, haben wir schon gesprochen? Wer bist du denn? Ich bin ein neuer Adept und wünsche euch zu sprechen. Das ist er schon. So, so.
Ein neuer Adept? Was du nicht sagst. Ehrfürchtiger Ataron! Es wäre fast unmöglich, seine Schlüssel zu stehlen. Okay. Es interessiert ihn ein Hanepiep. Darf ich hier was lesen? Das kann ich nicht lesen. Ja, schön. Okay. Heißt also, ich kann leider kein Assassinisch. Assassinisch. So, jetzt nochmal. Was war nochmal? Abspeichern. Der Workflow. Audienz beim Tataron. Um mit Tataron sprechen zu können, muss ich erst den Uga verdient machen, indem ich mit den ganzen Peoples da spreche. Und dann bei Torres sozusagen das Ansehen abfrage. So wird das wohl sein. Ja, können wir mal die Nachrichten. Vertrauensbeweis, Tamara. Berge, da muss ich dann hin. Ein Bett in Uga. Er scheint wirklich schwierig zu sein. Dann kann ich vielleicht draußen oder anderen nicht unbedingt mein Ding. Achso. Ja, deshalb der Tat uns Erlaubnis, das ist dann halt eben das. Eine Audienz bekomme, kann ich das Ganze vergessen. Der Straßenräuber von Uga war halt Tabak. Ja, das war's. Der Bettler Pedro, ich muss irgendwie wissen, wo Bahals Haus ist. Hier ist Tataron drinne. Wo ist Bahals Haus? Das ist doch das. Da komme ich aber so nicht rein, ne? Weil Bosco. Raus hier! Das wird also schwierig werden. Dass du wegkommst. Es sei denn, ich versuch's mal nach. Ja, mach ich mal. Jetzt noch ein kleines Nickerchen von 2 Stunden. Oh. Toll. Supergeil. Bums ist der Assassine da. Der Elite-Assassine. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Roscoe, Bahal sind nicht mehr in Sichtweite. Ich werde mich erstmal so... hier gibt's ja auch noch. Hätte ich auch mal machen können. Wer ist, bist denn du? Klaas! Warte mal. Wo sind deine Trecker? Ach, ein Seemann sogar. Okay. Hier trifft man Leute. Hallo Seemann. Was treibt dich denn in die Wüste? Der Handel. Genauer gesagt, der Sklavenhandel. Der Sklavenhandel? Verkaufst du Sklaven oder willst du welche kaufen? Ich verkaufe sie. Das heißt, ich habe sie bereits verkauft. Und jetzt versaufe ich hier mein letztes Gold. Aha, aber warte doch noch mal, bevor du säufst. Warte mal. Das ist eine Pinte, okay. Warten denn deine Kameraden an der Küste nicht auf dich? Verdammt, woher weißt du das? Asmund hat mir erzählt, dass er und die anderen auf ihr Gold warten und dass ihr Mann bisher nicht zurückgekommen ist. Na und? Was habe ich damit zu tun? Ganz einfach. Ich glaube, dass du dieser Mann bist, auf den Asmund und die anderen Korsaren warten. Ey Mann, du irrst dich. Ich kenne keinen Asmund. Ach komm, mach mir nichts vor. So viele Korsaren gibt es hier nicht in Varant. Du bist der Mann, den Rotbart geschickt hat. Ich musste eben erst überlegen. Verdammt. Sag bloß, dich schickt Rotbart. Nein, aber ich könnte ihm ja sagen, wo du steckst. Und vor allem sagen, warum du noch nicht zurückgekommen bist. Hey Mann, mach das nicht. Rotbart schickt mich sofort über die Planke, wenn er mitkriegt, weswegen ich noch nicht zurückgekommen bin. Vielleicht sagst du mir einfach, was passiert ist. Dann überlege ich mir, ob ich Rotbart Bescheid sage oder nicht. Mist. Mir bleibt wohl keine andere Wahl, was? Du sagst es. Also sag endlich, warum du noch in Uga bist. Ach, ich hätte einfach nur eine Pechsträhne. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sklaven verkauft hatte und ich das Gold für diese bekommen hatte, lief ja noch alles gut. Aber dann dachte ich mir, hey Klaas, ein Bierchen oder zwei für den Heimweg wäre doch ganz nett. Und so bin ich in diese Kneipe gegangen. Sag bloß, du hast alles versoffen. Ich bin noch kein Fass ohne Boden. Nee, Mann. So viel kann man nicht versaufen. Von dem Gold, was ich erhalten habe, hätte ich die ganze Spelunke kaufen können. Waren immerhin 2000 Goldstücke. Und wie wurdest du dein Gold sonst los? Durchs Würfeln. Durchs Würfeln? Da hat dich aber dann einer ganz schön ausgenommen. Du sorgst es. Dieser verdammte Mirko. Der Kerl hat mich richtig abgezockt. Hast du denn nicht versucht, dein Gold wiederzubekommen? Ich meine, du als Korsar wirst ja kaum Skrupel haben, dir dein Gold auch auf andere Weise zurückzuholen, oder? Du hast im Grunde recht. Doch das hier ist nicht so einfach.
Die Assassinen verstehen keinen Spaß, wenn man sie beklaut. Und der Ärger mit Rotbart wäre dann auch noch dicker gekommen, weil sich die Assassinen sofort bei ihm beschwert hätten. Und da ich aus diesem Grunde nicht weiß, was ich nun machen soll, versaufe ich mein letztes Gold. Wenn mich Rotbart schon über die Planke schicken will, dann habe ich zumindest noch einmal richtig gesoffen. Das ist ja eine tolle Lösung. Fällt dir wirklich nichts Besseres ein? Nein, du Klugscheißer. Sonst säße ich hier ja nicht. Und nun lass mich in Ruhe saufen. Du gehst mir nämlich ganz gewaltig auf den Sack mit deinen dämlichen Fragen. Ich glaube, es könnte ein Hinweis sein. Ich speichere mal kurz ab. Und gucken erstmal, was hier unter abgezockt steht. Der Kaiser Klaas wurde von Mirko kräftig um den Tisch gezogen. Er hat das ganze Gold, das er für die Sklaven bekommen hat, im Würfelspiel verloren. Wenn er nicht sein Gold irgendwie zurückbekommt, wird Rotbart kurz einen Prozess mit ihm machen. Ja, entweder gebe ich ihm die, also meine Vermutung, gebe ich die gezinkten Würfel, die ich mal gekauft habe, oder ich muss das machen. Aber ich glaube, letzteres wird es wohl sein. Dann gucken wir mal weiter. Ja, nochmal. Okay, Klaas, hier bleiben, noch nicht reingehen, saufen. Warte mal. Ich könnte dir dein Gold geben. Gegen eine gewisse Gegenleistung, versteht sich. Wen muss ich dafür killen? Niemanden. Du musst mir einfach nur verraten, wo Mendoza sein Hauptquartier hat. Du spinnst wohl. Da kann ich mich ja gleich freiwillig an die Haifische verfüttern lassen. Wenn Mendoza herausbekommt, dass ich sein Versteck verpfiffen hab, macht er Hackfleisch aus mir. Keine Sorge. Ich werde niemanden sagen, dass du mir es verraten hast. Also, wie sieht es aus? Scheiße. Was mache ich jetzt? Du hast die Wahl. Entweder todsicher die Planke, die Rotbart für dich bereitgestellt, weil du sein Gold verzockt hast, oder später vielleicht die Haifische. Aber wie gesagt, letzteres wird wahrscheinlich gar nicht erst passieren. Ich werde dich auf jeden Fall nicht verpfeifen. Du entgehst also sowohl der Planke wie auch den Haifischen. Na gut. Du gibst mir jetzt das Gold und ich sage dir, wo Mendoza sein Hauptquartier hat. So nicht. Du hast doch bestimmt eine Karte oder sowas ähnliches. Na, von mir aus. Abgemacht. Ich gebe dir die Karte von unserer Insel und ich bekomme die 2000. Habe ich die überhaupt? So sieht's aus, oder? Einverstanden. Hier hast du das Gold. Und hier ist die Karte von unserem Versteck. Verdammt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den größten Fehler meines Lebens gemacht habe. Ich muss darauf jetzt erstmal einen trinken, sonst wird mir Gott schlecht. Pass aber auf, dass du jetzt nicht alles wieder versäufst. Witzbold, hau bloß ab! Okay, noch was? Hätte sein können? Nee, okay. Dann gucken wir uns mal unsere Einträge an und die Karte. So. Jetzt ist es wieder weg. Naja, erstmal gucke ich mir die Karte an. Muss ich auch wieder suchen. So, ich glaube, das ist die hier. Okay, ich kriege auch gleich einen Eintrag nochmal. Ja, schön. Tolle Karte. Super, klasse. Und gucken wir mal, ob jetzt endlich... Nee, oder? Das ist älter. Ich glaube, das war älter, ein älterer Eintrag. Jo, da musst du ein bisschen runterscrambeln. Scrambeln. Scrollen und Piraten. Okay, da war nämlich hier zwei neue Sätze. Der Korsar Klaas gab mir die Karte, zeigt, wo Mendoza sein Hauptquartier hat. Und ich weiß jetzt, wo der Korsarenkapitän Mendoza sein Hauptquartier hat. Ich bin mir sicher, dass Mendoza die echte Schatzkarte besitzt, die mich zu Raubans Reichtümern bringen wird. Ich hoffe, das war richtig so. Ja, Klaas ist wieder rausgelatscht, während ich geguckt habe. Und jetzt gehen wir mal hier. Das ist eine Kneipe, hat die Namen, die Kneipe, ja genau, zum durstigen Assassinen. So, ich hätte ganz gerne einen zuckersüßen Tee, wenn wir schon hier unter Assassinen sind. Ach Leute, Entschuldigung, ich mach mal die Musik im Off an. So, da ist er wieder. Ja, das ist auch wieder etwas, was man machen muss. Wirt. Hallo, Wirt. Hallo, kann ich was bei dir zu trinken bekommen? Cool. Na klar, was du willst. Ich kann dir auch etwas zum Essen verkaufen. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Jede Menge. Was willst du wissen? Gibt es in eurer Stadt irgendetwas Besonderes, was man mal gesehen haben muss? Nicht wirklich. Ugar ist eine einfache Oasenstadt,
Da ist nicht viel los. Allerdings gibt es in unserer Stadt ein Haus, dem du besser nicht zu nahe kommen solltest. Und warum nicht? Weil es dort spukt. Ich an deiner Stelle würde einen weiten Bogen um das Haus machen. Wo ist das? Es spukt? Das heißt, dort gehen Geister um, oder was? Nun ja, genaueres weiß man nicht. Aber aus dem Inneren des Hauses sind seltsame Geräusche zu hören. Wem gehört denn dieses seltsame Haus? Niemandem mehr. Es steht schon lange leer. Nun ja, wenn man von den Geistern absieht. Früher hat es mal einem Alchemisten gehört. Da ist er wieder. Ein total verrückter Kerl. Hat irgendwelche Experimente gemacht. Was ist aus ihm geworden? Das weiß niemand. Irgendwann war er verschwunden. Keiner hat ihn je wieder gesehen. Ist das schon lange her? Schon einige Jahre. Nachdem der Alchemist bereits mehrere Wochen verschwunden war, wollte sich ein Nachbar das Haus einmal näher ansehen. Doch die Tür war verschlossen. Als er dann versuchte, diese mit Gewalt zu öffnen, hörte er auf einmal seltsame Geräusche, die aus dem Haus drangen. Diese klangen so grauenhaft, dass er schnell das Weite gesucht hat. Die Leute hier in der Stadt glaubten ihm erst nicht, aber als sie sich dem Haus näherten, hörten sie ebenfalls diese fürchterlichen Geräusche. Seitdem wird das Haus gemieden. Kein Wunder, wenn du mich fragst, wer will sich schon mit Geistern anlegen? Warum kümmern sich eigentlich die Schwarzmagier nicht um dieses Problem? Der alte Tartaron, der Herrscher von Ugar, wollte von der Sache nichts wissen. Er war der Ansicht, dass Birja einen guten Grund gehabt hat, dieses Haus mit einem Spuk zu belegen. Und warum sollte Belia einen Grund gehabt haben, dieses zu tun? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte der ehemalige Besitzer irgendeinen Frevel begangen, der nun bestraft wird. Das würde auch erklären, warum der Besitzer des Hauses so plötzlich verschwunden ist. Jo, dann gucken wir mal, was du alles hast. Dank der Geschwindigkeit, irgendwas Besonderes. Ah, hier gibt es noch Rezepte oder was? Birnenkompott, dünne Brotsuppe, Karottesuppe. Ah. Noch was. Zwiebelsuppe, kräftige Schinkensuppe. Okay, kennen wir auch alles schon. Dann gucken wir doch mal, was ist mit diesem Zugang nach Aschdod. Wo ist denn jetzt hier das Haus? So, das unheimliche Haus. Ja, wenn ich wüsste, wo das ist, ne? Aber wir haben den Sprecher wieder gehört. Der Stadtalchemist. Ist ja nicht so schlimm, das macht das noch viel sympathischer. Alchemist sagt. Was ist denn hier? Mit wem kann ich denn hier? Kann ich mit niemandem hier spielen oder was? Ich will Warte mit dir mal. Spielen. Geht das denn? Nein, geht nicht. Das werde ich wahrscheinlich später erfahren, mit wem ich hier spielen kann. Wenn du hier rausgehst, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass ich hier deinen Laden auseinandernehme. Also das ist ja wohl logisch, ne? Erstmal Spanier. So, ich habe mal hier sämtliche Sachen gelootet. Mir ist aufgefallen, hier gibt es unheimlich viel Wein. Und ich weiß nicht genau, wer das war, aber jemand gab mir in meinem Kanal den Hinweis, achte auf den Händler, der mit Wein handelt. Und ich glaube, dass der das auch ist. Was ist denn das hier für eine Katakombe? Werden hier die illegalen Spiele? Was ist denn das hier? Das sieht ja echt geil aus. Also, es ist eine Idee, die muss man mal kommen. War so lustig. Super gut gemacht. Nur, was das sein soll, erschließt sich mir noch nicht. Jetzt mal, da werden die illegalen anderen Spiele gespielt. Jetzt mal als Fantasie. Fluse von mir. Okay, Aberhals Haus. Moment mal. Ach ja, hier ist noch einer mit dem. Ja, hier ist ja der Pedro. Ich muss mal eben kurz wieder zurückfinden zu Aberhals Haus. Also Herberge. Moment. Das liegt da einfach mal so rum. Das war wahrscheinlich von dem, na, wie heißt denn? Von dem Straßenräuber. Okay.
Okay, das war jetzt das. Das ist sein Stand. Dann geht's hier rum zur Herberge und da steht immer noch dieser Sine Assa. Dieser Assassine. Mal gucken. Vielleicht hat er mich noch nicht erblickt. Also muss ich mir merken, da ist Tartaron. Na klar, da ist auch, auch eine Statue. Hey, was steigst du hier rum? Bin mal gespannt, ob er das wirklich sagt. Er pennt. Der guckt mich an. Er guckt in meine Richtung. Habt ihr was? Das ist ja alles mal ausprobiert haben, ne? Wenn man schon durch den Boden durchklauen kann. Wer für Pedro oder für irgendwie. Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst! Ja, das mit Pedro da, das kann ich, also mit dem Clown und vier Tabaken, das kann ich jetzt wohl haken. Bahal wohnt ja im ersten Stock. Wie kommt man denn da hin? Da ist ja nur eine Leiter dort. Also dort. Ich sollte mich nochmal ein bisschen hier, so ein bisschen genauer umgucken. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Punkt, an dem man rankommt. Ich glaube, der Torbogen ist zu hoch. Aha. Oh Mann, das hat so gut ausgesehen. Okay, nochmal springen hinterher. Los, komm. Spring doch nochmal hinterher. Mann, wieso geht das nicht? Ah, das ist nur so ein kleiner Vorsprung. Aber wenn ich dann da oben hochgehe, dann komme ich auch nicht irgendwie rein. Aber hier. Oh, hier haben wir noch einen Vorsprung. Bascha. Oh ja. Ach ja, die, das könnte klappen. Das könnte klappen. Okay, ich bin schon mal hier im ersten Stock, also auf dem Überbau. Gut, da geht's nicht weiter. Vorsichtig. Da ist hier so ein Sims, so ein ganz schmaler Sims. Entweder Zufall oder Absicht. Naja, mal abgespeichert, um einfach mal zu gucken, ob ich da drauf komme. Sieht nicht gut aus. Shift drücken und dann eventuell leichten Schritt nach oben machen. Nee, das geht nicht. Schade. Oder? Ich glaube, ich komme auch nicht durchs Fenster. Ha, ha, ha. Trotzdem gucke ich mal. Superman bin ich auch nicht, dass ich da mal so... Nee. Aber... Gott, jetzt werde ich erinnert an ein Spiel. Guck mal von Baldachin oder wie das heißt. Markise zu Markise springt. Nicht Baldachin. Markise zu Markise. Aber mal gucken. Aha. Das könnte klappen, aber da ist ja keine Markise. Nein, das ist zu schmal. Da rutscht er wieder ab. Schade. Das wäre ein guter Ansatz gewesen. Es soll ja im Nordosten das Geisterhaus geben, also Nordosten. Das ist also da. Also, wenn ihr hier auf meinen Finger guckt, dann ist das ja Nordwesten. Und ich schätze mal, das ist das ganz links oben. Vielleicht werde ich da mal eben hinspurten. Und, schade. Hä? Ich dachte, jetzt kommt wieder die große Warandkarte. Sorry, ich spuke mal dahin. Ich springe mal dahin und blende mich wieder ein. Ich befinde mich kurz unmittelbar davor. Jetzt werde ich mal in die Richtung laufen und gucken, was passiert. Speichern vorher. Also ich, ja. Laut der Beschreibung, aber das ist ja kein Haus, das ist ja Ruine. Was ist dahinter? Also hier war ich doch schon. Oh! Nee, war ich noch nicht. Ohohoho! Wer kommt denn da an? Wird wieder ein Straßenräuber sein, ne? Das wird wieder, kann nur wieder ein Straßenräuber werden. Sorry, ich muss wieder meinen Ring an- und ausziehen. Aber der war hier im Dings, hier im... Also. Straßenräuber, yeah. Okay. Du dummes Ding.
Wo ist sein Schwertchen? Ah, jetzt ist die Musik wieder da, nachdem ich jemanden umgenippelt habe. Manchmal vergesse ich das. Umzustellen im Menü, Musik an und aus. Also der ist hier rausgekommen. Jetzt sind da noch mehr. Wenn das ein Straßenräuber ist, dann raube ich ihn auch mal aus. Siehst du mal, ach, ein Teppich zum Schlafen. Ich dachte, das wäre jetzt ein... Siehst du, da kann ich sogar hier an allen möglichen Zeiten schlafen. Das ist doch eine klasse Sache. Aber ich dachte mal, okay, vielleicht ist das hier so ein Körbchen zum Hochlupfen. Nein, ist es nicht. Gut. Ja, was haben wir hier? Gefängnis? Tatsache. Oder ein Sklaven. Oh, Alter, das sieht aus wie ein Oh. Hier werden die Sklaven angeprangert. Wetten zum Verkauf angeboten. Das glaube ich. So, ich wollte aber dahinter gehen, ne? Wie geht das? Wie geht das? Dahinter gehen. Hier so rum oder was? Oder nochmal rausgehen? Und hier komme ich halt. Oh, guck, da steht einer. Okay. Cool. Ich dachte, ich hätte jetzt hier hochklettern können. Vielleicht geht das ja auch irgendwie. Und. Genau. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Ja, dann werden wir. Ja. Guck mal, vielleicht geht das ja auch wieder so wie eben. Ja, das geht. Schönes Gatter. Ach, ja. Muss alles ausprobieren. Was ist kletterbar? Was ist nicht kletterbar? Super athletischer Roland. Ach ja. Das ist es. Das ist das Haus, wo es spukt. Weil ich schon auf jeden Fall irgendwelche ulkigen Geräusche gehört habe. Dann gucken wir mal, wie wir da eigentlich reinkommen. Ich habe bis jetzt noch keinen Eingang gefunden. Naja, da kommen wir auch nicht hoch. Oh, jetzt hätte ich da reingucken können durch den kleinen Clipfehler. Aber sieht so aus, als könnten wir hier hoch. Und ich höre Fleischwanzen. Also, das scheint wohl das Geisterhaus zu sein. Denn wer verbarrikadiert denn schon hier die ganzen Geschichten mit Brettern davor? Ja, wie komme ich denn jetzt da rein? Ja auch. Aha. Könnt ihr mich als Fleischschwanze verwandeln, wenn es hier unten irgendwo was gibt? Um reinzukommen. Ja, auch die Tür ist verrammelt. Leute! Moment mal, vielleicht irgendwie tippen, klicken. Vielleicht kann ich mit der Spitzhacke was eintreten. Nicht. Stopp. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Nee. Was war das hier? Nee. Das ist jetzt echt. Also hier war ein Gitter vor. Ich guck noch mal eben, wie ich mich als Fleischschwanze verwandeln würde. Gucken. Da komme ich nicht vor. Da ist ein Gitter vor. Aber warum ist denn hier das? Wieso ist das hier so? Da komme ich nicht hoch. Hier, Fleischschwanze, da sind sie. Und hier, schnell. Oh Mann, ich komme nicht hoch. Ja, jetzt werden einige denken, wieso nimmst du nicht die Fliegenrolle? Die Blutfliegenspruch oder sowas. Ich sage, ja, da brauche ich aber irgendwie einen Absprungpunkt. Ich kann ja nicht so steil entlang da hochfliegen, das geht ja nicht. Ach Leute. Also wenn ich von außen, von der Stelle hier nicht reinkomme, da muss ich mal gucken, ob es vielleicht eventuell über die Karte der Katakomben von Uga geht. Und das sieht fast so aus, würde ich mal sagen. Okay, nochmal ein Gruß an Wolle. Jetzt weiß ich auch, wer Wolle ist. VV0LL3. Ich bin nie drauf gekommen. Also sein Nick, Symbol-Nick. Ja, so sieht das aus. Also, das wird wahrscheinlich nur ein unterer Zugang sein. Schreibt in den Kommentaren, wenn dem so sein sollte. Aber hier ist noch jemanden. Beat Schmied, die liegt da inne. Das ist nicht so leuk. Sorry, jetzt bin ich wieder in Holländisch abgedriftet. Aber fragen wir mal von außen, vielleicht sagt ihr uns noch was.
Was ist los? Aber Pete ist doch... Ja, okay, sein Stück Erz, es wäre gewagt. Nee, das bringt jetzt nichts. Wir hatten den ja in der Erzmine gesehen. Klar, also hier werden die... Was habe ich vor? Was habe ich bloß vor? Ach ja. Ja, eben von einer Minute gedacht. Ja, okay. Eben von einer Minute gedacht. Du musst mal langsam Schluss machen, weil es ist schon ein bisschen an der Zeit. Und freue mich natürlich auch auf... kann ich da rein? Auf Kommentare unten. Ach, ich kann sogar aufmachen. Toll. Und einen Daumen natürlich. Und auf ein paar lustige Hinweise oder Hilfe. Was heißt lustige Hinweise? Ihr macht ja mal klasse Hinweise. Da muss ich mich erstmal dazu auch bedanken. Sonst ist eine riesen Mod. Ist eine riesen gute Mod. Verabschiede mich und sage ciao.